Jetzt wäre ich gespannt, ob nach dem Bounty Hunter Update, ob da nochmal irgendwas kommt, ne? Ich meine, vielleicht ein paar Bugfixes, gehe ich doch mal sehr davon aus, wenn es nötig werden sollte, aber ja, contentmäßig, ich fände es cool, wenn noch was käme, ne? Bloß mittlerweile, jetzt ist Starbound ja auch schon ein bisschen älter, ist die Frage. Aber ich habe es auch schon mal gesagt, selbst wenn es ein Paid-DLC wäre, also wo man es bezahlen müsste, wenn es cool ist, ja, macht's, macht es. Ich würde dazu noch was kaufen, ja? Ohne mit der Wimper zu zucken. Wenn dir da noch was einfällt, warum nicht, ne? Bei Starbound, ich würde vielleicht sogar, aber es ist wahrscheinlich absolut kein Muss, denn die Community ist da selbst aktiv genug, ne? Aber vielleicht so ein paar unterschiedliche Einrichtungsgegenstände. So, es muss ein großes Paket sein oder es darf da nicht zu viel kosten, ne? Aber so ein Paket mit extra Möbeln und so weiter, die man vielleicht auch verwenden kann und so, ne? Würde ich sogar auch drüber überlegen, ob ich dafür Geld ausgeben würde, ne? Also ich wäre nicht ganz abgeneigt, wenn es halt ein ordentlicher Preis ist und wenn du halt auch wirklich was für dein Geld kriegst, ne? Da könnten die sich über die Zeit weg vielleicht auch nochmal ein klein bisschen finanzieren und so, ne? Aber trotzdem, natürlich hätte ich lieber ein richtiges Content-Upgrade, ne? Dass neue Missionen oder vielleicht eine neue Storyline oder sowas dazukommen, ne? Oder vielleicht sogar ein paar epische Species-Only-Quests, also für jede Spezies vielleicht eine eigene Aufgabe, die für die noch krass wäre, ne? Ja, dann ist die Frage, auf was geht man ein? Welche Storyline baut man da auf, ne? Aber es gibt Möglichkeiten, es gibt Möglichkeiten. Die könnten da noch zig Sachen machen. Ich find's gerade gut, auf was für Gedanken ich komme, ne? Aber das ist mein Ernst. Also, man könnte ja ruhig noch eine andere Storyline hier einbauen. Das muss ja jetzt nicht so episch sein, wie gegen das allböse Universumsübel zu kämpfen, ne? Die Hauptstory, das ist ja schon richtig heftig, ne? Aber halt irgendwas nebenher, was halt wirklich einen auch noch fordert. Das darf dann natürlich nicht so leicht sein, ne? Da muss man dann das vielleicht auf eine Solarium-Rüstung einstellen, oder? Ja, oder man stellt ein, dass es automatisch levelt. Das ist dann natürlich anstrengender in der Programmierung, ne? Aber es gibt ja Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten oder auch noch viel mehr kleine Einzelmissionen, ne? Oder spezielle Multiplayer-Missionen, die man dann halt wirklich zu mehreren machen soll, ne? Ich meine, generell finde ich es gut, wenn man die Multiplayer-Missionen, wenn man die dann auch einzeln machen könnte, aber vielleicht auch welche, wo du dann halt wirklich zu zweit völlig unterschiedliche Bereiche erforscht, aber zum Beispiel der eine muss dem anderen helfen, indem er zum Beispiel diesen Schalter hier drückt oder indem er vielleicht sogar Sachen timet, ne? Halt einfach so als ein Happening, als eine Mission, als optionales, interessantes Ding, das man noch ranhängen kann, wenn man mit der Hauptstory eigentlich fertig ist, ne? Dass man sich da gegenseitig hilft, durch so ein paar schwierige Bereiche durchzukommen und so, ne? Dass man da so einen richtigen Koop machen muss. Das fände ich irgendwie cool. Zum Glück fragt dich ja keiner. Ja, ja. Und vielleicht, damit sich die Spieler nicht gezwungen sehen. Ich meine, die meisten, die Multiplayer spielen, die werden eh in einem Discord hocken oder sowas. Aber dass man da vielleicht auch nicht unbedingt chatten muss. Dass es da vielleicht irgendwelche Onscreen-Displays oder sowas gibt, ne? Oder dass automatisch Nachrichten abgesetzt werden vom einen Spieler zum anderen, je nachdem, wie weit man ist, ne? Aber das sind alles nur so Gedanken, die ich da vor mich her spinne. Alles Möglichkeiten. Möglichkeiten, die da wären. Weißt du, zum Beispiel auch so ein richtiges Mission Pack, wo du so kleine Extra-Missionen kriegst, ne? Wo du dann im Raumschiff dich dann rüber teleportieren kannst. Würde ich absolut Geld dafür bezahlen, wenn es cool ist, ne? Und würde ich halt meine Jungs fragen, hey, machen wir da dann hier mit dem Franz weiter oder so, ne? Oder will mal jemand zu Gast sein beim Wyatt, aber das, okay, zu Gast beim Wyatt, das wird keiner gern wollen. Und außerdem mache ich meine Scheiße, die erledige ich normalerweise alleine. Ich nehme da höchstens so ein paar Leute, ja, so ein paar kleine Lohnsklaven mit wie der Laggy. Hoffen wir, dass er dich nicht versteht, wenn du das so ausdrückst, ne? Vielleicht findet er das auch nicht so cool. Ist mir doch scheißegal. Ja, mein Gott, er ist halt angeworben worden. Ich habe ein paar Diamanten gegeben, dann war er mit von der Partie. Der weiß schon, dass er ein Söldner ist. Ja. Okay, ja, insofern hast du ja recht, ne? Naja, Wyatt und seine Rowdy-Bande, okay. Ja, die dicken, fetten Muskeln, ne? Arschlöcher mit Ellenbogen und so. Wyatt, Slurp, Saubande oder wie nennt man die denn, die Bande, die Gang? Die 8 ausgedrückten Vorunkel oder so. Na, guck mal, noch ein paar mehr Floraner. Es wäre jetzt lustig gewesen, hätten wir hier Apex gefunden. Aber ja, es hieß ja Apex überwiegend, ja, auf gefrorenen Planeten, eisigen Planeten, arktischen Planeten, wie auch immer. Vielleicht, weil auf tropischen Planeten ihr geschwitztes Fell dann so gestunken hätte.
Ja, dann heben wir halt diesen kleinen Bau auch wieder aus, wenn wir schon mal dabei sind. Ich weiß, das Spiel hat halt natürlich eine ordentliche Portion Grind, aber ich erforsche ja gerne. Und guck immer wieder gerne, was für ein Loot ich da irgendwo rausholen kann, ne? Wie sehr sich das lohnen mag und Credits sammelst du... Ich sag schon wieder Credits. Pixel. Pixel sammelst du ja eh nebenher. Das Viech, das sah eben ein bisschen aus wie... Ottifant hatte Sex mit einer Eidechse oder so. Okay, wir haben einen schrecklichen Schädel gefunden. Für den Wyatt eigentlich auch nicht schlecht, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Stirnband gefällt mir besser. Das gefällt mir einfach besser. So, mal eine kurze Pause. Ich muss mal kurz weg. Bis gleich. So, da bin ich dann auch schon wieder. Ja, ich habe auch mal kurz beim Seuche reingeschaut, weil zufälligerweise, gerade jetzt, wo ich hier spiele, streamt der Seuche auch, ne? Und ich habe erzählt, was hier so ein bisschen abgegangen ist und dann der Seuche so, der Wyatt, der würde doch normalerweise in Franz, also doch gleich zur Luftschleuse rausschießen. Also jemand, der schon Franz heißt, dem traue ich nicht zu, dass er wirklich viel Saft, viel Schmackes in den Armen hat. In den Flossen, sag lieber in den Flossen. Ach so, stimmt, das war ja so ein komischer Fisch, ja. Da habe ich doch schon mal irgendwas dazu gesehen und gehört. Den musst du nicht unbedingt mitbringen, ich komme auch alleine gut genug zurecht. Und auf fein gehäckselte Fischstäbchen habe ich im Moment auch keine Lust. Und sollte ich irgendwie mal den widernatürlichen Drang empfinden, irgendwas Klitschiges anzufassen, dann nehme ich einfach den Leggy hier, tunke ihn ein paar Mal in die Toilette, spüle mal ordentlich und hole ihn dann wieder nach oben. Aha. Wyatt hat mal wieder die besten Ideen. Wir haben einen Bumerang gefunden. Sind hier Australier in der Nähe? Ist Blimey-Volk anwesend? Oh Gott, Blimey, Mate. Where did you put my fucking Foster's Beer, Bitch? Ja, komm, hol das aus der Luft. Na los, Leggy, zeig, was du kannst. Hey, er hat einmal getroffen. Oh. Okay, dann legen wir halt wieder Selbsthand an. Blöde Viecher, holt ein Schutzschild raus. Jetzt wird's was bringen, ne? Ja, vielleicht, wenn es ein elektronischer Schutzschild wäre. Ist es aber nicht. Ist es aber... Die hier wurden gekillt? Von wem oder was? Nein, Leggy, du sollst nicht hier warten, aber... Aber, ja... Leggy. You're the boss. Ganz genau, das hat er richtig erkannt. Wyatt ist der Boss. So, können wir wieder Geld machen? Jetzt sind wir schon bei 21.000. Oh, das gibt 1.000. Komm, verkaufen wir, weil das will ich eh nicht verwenden. Wirklich alle hier unten schon gekillt? Was ist denn das? Ein Assault Rifle mit 2,3. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Nee, ich glaube, die richtig guten sind dann bei 3,5 Schaden und so, ne? Ist das eher so Mittelmaß? Gesundes Mittelmaß, aber Mittelmaß. Mittelmaß ist einfach nicht top of the line genug für mich. Jo. Aber wir sollen ja immer noch Captain Ignoble fangen, ja? Stimmt, hätte ich ja jetzt fast vergessen. Ach, wegen den paar Pixeln renne ich da jetzt nicht mehr rein. Ich hab Pixel gesagt, nicht Credits. Ich hab drauf geachtet. Juhu. So, da oben müssen wir halt wieder Plattform hinbauen, dass wir da überhaupt hochkommen an die Kisten. Aber vielleicht ist da ja... Okay, ein paar kostenlose Ärzte, sage ich auch nicht nein. Und hier... Ja, Moment, die Bongo-Trommel, das könnt ihr behalten. Wenn ich die mal brauche, dann drucke ich die später am 3D-Drucker. Oh, war das... Moment, waren diese kleinen Knirps-Dinger, waren das nicht auch spezielle Monster, die man irgendwie einfangen konnte? Zählten die nicht als besondere Monster? Na, egal. Die Chance ist jetzt vertan, ne? Aber der schlaue Ossel kann sich's ja merken fürs nächste Mal, wenn er dran denkt. Komm, iss mal die gebattert Banana. Okay, die füllt hier auch auf, das ist gut. Lecker und nahrhaft soll es sein? Ja, ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt mit den kleinen Viechern, ne? Okay, die Schrotflinte ist eindeutig zu stark. Ich wollte sie ein klein bisschen runterschießen, aber die Schrotflinte ist wirklich schon... Die ist zu aufgepowert. Haben wir was Schwächeres? Wir wissen, wie man eine Giant Flower Lamp baut. Okay, dann kann man das ja verkaufen. Es gibt ja dann trotzdem Geld, ne? Die Strawberry Mask nehme ich mal mit. Ja, die Kiste brauche ich nicht unbedingt. Hauptsache gescannt. Sollen wir es mit dem großen Viech vielleicht mal probieren, ob wir es einfangen können? Ach stimmt, der spuckt ja die Kleinen, ne? Okay, er ist schwer verletzt. Versuchen wir es. Ach, Leggy. Leggy, wie kannst du den jetzt einfach kaputt machen? Ach, Leggy. okay, mit Untergebenen dabei ist halt schwierig. Das kann schief gehen, ne? Die wissen dann halt nicht, wann sie aufhören sollen. Und bis ich da meinen Ball eben draußen hatte, mein Pokeball, mein Monsterball, wie auch immer, sind es einfach nur Capture Pot, ne?
Ach, war ich zu langsam. Da sagt die nervige Stimme im Hinterkopf, better luck next time. Und wo ist der Käfer, der hier vorhin rumgeflogen ist? Ich weiß, der war nicht hier, aber irgendwo hier war ein Käfer rumgeflogen. Warum kommt der jetzt nicht? Vielleicht würde er kommen, wenn ich hier einen Haufen hinsetze. Ach, wei, nein, bitte nicht. Wenn man sie irgendwie boxen könnte, ne? Ja, okay, da bräuchte ich so einen Handschuh, ne? So einen Boxhandschuh. Dann könnte ich ihnen die Gesundheit ein bisschen runterboxen. Aber egal, wir werden schon noch unsere Chancen haben, irgendwas einzufangen, ne? Ja, es gibt immer neue Viecher. Oh, Bananenkostüm. Die Bananengesichtsmaske, wunderschön. Guck mal, da ist ein Käfer, da ist ein Käfer. Und hier ist das Käfernetz. Wupp, na. So, wir haben eine Dornbiene gefangen, okay? Ob man die auch verkaufen kann? Vielleicht gibt es ja Zoologiker, die sich auch darüber freuen. Dornenbiene. Hm. Aha, dieser stachelige kleine Geselle hat rasiermesserscharfen Flügel. Ach Gott, dann kannst du den ja gar nicht anfassen. Das ist ja dann übel. Hm. Ja, dann bin ich ja froh, dass wir den nicht mehr anfangen müssen, ne? Ach, eben hatte ich Angst, hier fliegt was rum. Das war im Spiel, ne? Ich bin schon zusammengezuckt, weil im Recht nur auf einmal... Ja. Besten Dank, liebes Spiel. Ah, das ist nochmal so ein großes. Soll ich mit der Schrotflinte probieren, wenn ich ihn nur mit so ein paar Ausläufern treffe? Ja, ich weiß, Leggy ist jetzt dabei, aber wir haben es gefangen, das große. Mantraflora heißt das. Okay, gut zu wissen. Mantraflora, wie Mantragora, die Alraune auf Englisch, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Das haben wir dann jetzt auch in der Collection. Ja, als Nummer 50 ist das, okay. Das hier, das sieht mir nicht so besonders aus. Das ist bestimmt nicht in der Sammlung dabei. Das ist ein Zufallsmonster, ne? Weil wir wissen ja, die meisten Monster bei Starbound, die werden ja zufällig generiert aus bestehenden Teilen. Gab's ja früher auf der Starbound-Homepage oder auf dem Wiki, gab's ja auch das Monster of the Day oder of the Week, ne? Da wurde dann immer ein bestimmtes zufällig errechnet und angezeigt, ja. Ich weiß gar nicht, ob sie das festgehalten haben, welche Viecher denn alles Monster der Woche waren und so, ne? Es könnte vielleicht interessant sein, sich das nochmal anzuschauen. Das wäre cool, wenn man das nochmal nachschlagen könnte. Andererseits, das sind ja nur unterschiedliche Kombinationen, die dann vielleicht am Ende Speicherplatz fressen. Blöder Vogel, ich will mit dem Händler hier quatschen. Vielleicht habe ich ja noch was für ihn, aber okay. Würdest du denn so einen Käfer kaufen? Ja, aber für 10 Pixel, das ist nichts. Oh, ich habe ja noch einen Sprinkler dabei. Dann wollte ich die Basis bestimmt das letzte Mal noch irgendwie aufbauen, ne? Ja, Field Capture Pot. Its sleepy lifestyle allows it to flourish underground. Okay, also die Kreatur scheint viel zu schlafen und floriert in Untergrundhöhlen und so weiter. Ne? Und dann können sie dann ganz beeindruckende Größen erreichen. Das haben wir mitunter mitgekriegt. Das ist interessant, da lernt man sogar noch was über die Viecher, wenn man die einfängt. Der Bildungsauftrag freut sich. Okay. Ja, der Solar-Botkin wird verkauft. Ja, wie war das? Ich wollte beim Händler nochmal reingucken. Ach, der steht hier. Unser Gerümpel. Ja, die Sachen will ich verkaufen. Boah, das Rezept gibt so wenig, das ist ja schade. Ist ja echt schade. Oh, noch eine Peitsche. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir da schon mal eine hatten, aber ich kenne sie auf jeden Fall. Nimm das Tungsten mal mit. Ihr seid keine besonders tollen Viecher, also weg damit. Moment, sind wir schon einmal um den Planeten rum? Das kommt mir vor wie die Anfangshütte, ne? Egal, wir müssen eh weiter nach links zum Captain Ignoble. Nee, ich glaube, wäre ich da am Anfang gewesen, hätte ich das ja mitgenommen, ne? Ja, wir haben ja rechts oben den Missionsanzeiger. Die Viecher hier, die sind aber noch speziell. Dann könnten wir doch hier, ne? Könnten wir es doch so probieren. Das war nix. Ja, daneben geworfen. Oh, ich muss auf die Gesundheit achten, weil wir spielen ja Survival. Das heißt, wir würden gutes Zeug droppen, wenn wir draufgehen würden. Ah, und jetzt waren sie kaputt. Ja, ich habe zu langsam geworfen. Ich habe schlecht gezielt. Das war alles kein gutes Timing. Aber es eilt ja nicht, die Viecher zu kriegen. Ich meine, ich würde sie eh nicht benutzen. Wie gesagt, die würden daheim in Regale kommen oder so, ne? Naja. Aber ich glaube, von dem Viech, ne? Da, das ist es doch, die Nummer 7, ne? Also gehört in die Sammlung. Ah, hier haben wir angefangen, okay. Dann holen wir uns jetzt noch Captain Ignoble und dann hauen wir ab. So. Okay, und die Bandagen wollte ich ja eh loswerden. Gut. Schauen wir mal hier. Oh, da ist Feuer drin. Leggy, passt doch auf.
Und ich hier ein Knödel, ich benutze eine Bandage. Dabei ist hier doch ein Bett. Für kostenlos. Naja. Ob Nova Kids wohl von einem Goldrausch träumen? Ja, heil dich mal voll. Resting. Extra Effekt. Ich meine, natürlich, es muss ein Effekt sein, der uns dann heilt. Und der wird nur ausgelöst, wenn man in einem Bett liegt. So, ich glaube, jetzt sind wir wieder voll geheilt. Na, jawoll. Ausgeschlafen, naja, so ausgeschlafen, wie wir jetzt sein kann, ne? Okay. Bam. Na, dann buddeln wir uns doch einfach mal runter. So, weit weg kann er ja nicht sein. Weit weg kann er nicht sein, genau. Okay, das Viech wollte uns nichts, aber es ist Wyatt. Wyatt will dem Viech was, ne? Aber wir sind schon so gut wie oben drüber, ne? Seht ihr, wie die Nadel sich da oben bewegt, die Nadel des Kompasses. Nehmen das mal wieder mit. Ach, der war ja gerade eben noch so ein Stachelhöhlenläufer, aber egal. Servus. Ja, warte, Leggy, warte. Ich will versuchen, das zu kriegen, aber Leggy sieht das anders. Okay, das war noch nichts. Es ist wohl noch nicht geschwächt. Jetzt! Krusthäuse! The sharp spikes can penetrate any space boot. Also die scharfen Stacheln, die es da auf dem Rücken trägt, ne? Die können durch jeden Weltraumschuh durchdringen. Auch wenn das ein Solariumschuh wäre. Ich meine, okay, wer weiß, wie heftig denen ihre Stacheln sind, ne? So, und hier jetzt ganz nach unten und dann kommen wir direkt oben drüber raus. Und da ist dann Captain Noble, der wahrscheinlich nur eine Maskerade aufführt, ne? Also, so sieht's für mich aus, ne? So weit unten? Oh, guck mal, eine Challenge Store, würde ich doch sagen, machen wir die mal. Ach, und direkt unten drunter ist das Ziel. Komm, machen wir erst den und dann die Challenge Store, ne? Muss ich hier was scannen? Oh, oh, er will sich wehren, hä? It is I, Captain Nick Noble, der Anführer der Rowdy Space, was? Rowdy Space, was? Ich hab's nicht lesen können. Der hält so viel aus? Okay, ja, jetzt hat er Handschellen an. Ich hoffe, du schickst mich nicht ins Space Jail, Partner. Doch. Weil wir kriegen Geld dafür, ne? Ah. The Rowdy Peace Disturbers. Also die randalierenden Friedensstörer. Ja, ich kann's nicht glauben, Partner. Du hast den mysteriösen und schönen, gut aussehenden Captain Nick Noble geschnappt. Ja, ja. Mächtig guter Job, den du da gemacht hast, als du jetzt Captain Nick Noble da gefangen hast. Das Universum ist groß und weit, aber der Arm des Gesetzes ist lang. Kehre zurück zur Friedensstifter, also Friedenswächterstation und hol dir deine Belohnung ab. Naja, 50 Pixel oder so waren das, ne? Ich hoffe, da kommt mehr. An Apex Loose auf dem Planeten halt leider nicht, aber ja. Gut, die Leuchte und so weiter, das kennen wir alles. Komm, nimm hier mal noch ein bisschen Kohle mit, aber meinetwegen können wir jetzt hoch und abhauen, ne? Machen hier die Challenge noch und dann ist gut. Ha, schick, schick, tralala. So, Jump'n'Run oder nicht Jump'n'Run? To platform or not to platform? Das kommt mir im Moment so einfach vor. Komm, da müssen noch irgendwo ein paar Laserstrahlen und Feuerfallen sein. Und hier der Boden müsste verschwinden und... Und? Und nicht, ne? Da passiert irgendwie gerade gar nichts. Ah, wenn man dann draufsteht, okay, ja. Und hier können wir zu einer versteckten Kiste. Ja, das Schwert kann man verkaufen. Pixel kommt mit 23.800. Reicht nicht für ein Upgrade. Na, 40.000. Ob wir die in der jetzigen Sitzung noch fertig kriegen? Ich meine, ja, wenn wir auf einen entsprechend gefährlichen Planeten gehen. Moment, statt da... Okay, wir müssen durchrennen. Weil ich hätte jetzt gesagt, ich roll da oben entlang, aber nein. Okay. Okay. Ich dachte, die Lösung wäre schnell durchzurennen. War es scheinbar nicht. Dummer Ossel. Sehr dummer Ossel. Naja. So, das will ich doch dann alles in der Kolonie noch ablegen und so, ne? So, die Bücher auch. Und ja, mache ich eine Ablegrunde? Wir sind ja an sich fertig hier, ne? Ja, ich glaube, dann gehe ich mal schnell ablegen. Bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Ja, ich habe jetzt wieder alles aufgeräumt, wie ihr das halt so kennt, ne? Ich meine, aufgeräumt, ja, hier fliegt halt noch viel Zeug drin rum. Vielleicht brauchen wir das alles irgendwann mal, aber wir haben jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr Platz. So, und dann sollten wir zu Captain Noble zurück. Hier ist ein Hostile-Chip. Und noch ein Hostile-Chip. Würde ich sagen, die machen wir doch schnell mal fertig, ne? Weil Baupläne und Bauteile.
Und ich denke, hier sollte es auch nicht so schwer sein für unseren Mac, ne? Da er zugegebenermaßen auch noch Zeug braucht. Ach, jeder braucht doch bestimmt dann auch noch Erze. Da müssen wir ja auch noch mal ein bisschen Ferrosium und so weiter mitnehmen. Aber wenn wir auf Solariumjagd gehen, dann werden wir die anderen Erze auch wieder kriegen. Wir werden ja auch zwischendrin rumfliegen. So. Und Apex Cruise sollen wir finden. Haben wir überhaupt schon ein Heating-EPP-Upgrade? Okay, wir können schon auf gefährliche Planeten gehen. Ah, okay, wir haben schon den Raketenwerferarm. Immerhin das, ne? Aber wir haben noch vollkommen Standard-Cockpit und alles für Nova Kids. Da kann man schon noch ein bisschen was dran arbeiten, denke ich mal. Besten Dank. Nimm alles mit, nimm alles mit. Jedes einzelne Bauteil wird vielleicht später notwendig sein. Bis man denn mal den Mech seiner Träume hat, ne? Da muss man natürlich nichts mehr einsammeln. Dann kann man drüber lachen. Dann kann man drüber lachen. Und ein Feuer entfachen. Und seine Überproduktion knistert bald im Feuer schon. Ja, spontane Musik, spontane Dichtung. Ist doch schön, wenn sie funktioniert, ne? Wenn sie nicht funktioniert, dann ist es halt auch blöd, weil du eine Pause zwischendrin hast und dann gibst du es ganz auf, weil hat ja eh keinen Sinn mehr, ne? Okay, also ich glaube, unser Raketenwerfer ist für die hier wirklich überqualifiziert. Und das ist kein Mimimi, das ist einfach nur eine Feststellung. Ich meine, okay, da stand auch dran, Risiko low, also, ja. Wenn es ja moderate gewesen wäre, aber nein, es ist low. Einfache Beute? Der hat gesagt, wir wären einfache Beute? Hast du mal gesehen, wie groß die Kanone ist? Hast du mal gesehen, wer da drin hockt? Wahrscheinlich nicht, sonst wäre er gerannt, ne? Weil ich glaube, wenn ich den Wyatt da einfach so treffen würde und nicht kennen würde, ich würde auch rennen. Es wäre auch verdammt nochmal besser für dich, ne? Ja, okay, aber wir sind doch Kumpels. Bedeutet das denn gar nichts? Wenn ich schlecht drauf bin, kriegst du trotzdem einen rein. Ja, besten Dank. Besten Dank. Das motiviert mich wieder tierisch dazu, deine Videos zu schneiden. Okay, okay. Vielleicht lade ich dich auf was zu saufen ein, weil immer nur allein zu saufen ist auch langweilig. Okay, das finde ich schon besser, Wyatt. Dann mache ich vielleicht sogar mit, ne? Also in Maßen. Aber nur bis ich unter dem Tisch lieg, ne? Dann mache ich erstmal Pause. Ja, wir werden ja sehen, ob du ein Weichei bist oder ob du mittlerweile ein paar dieser stahlharten Haare auf der Brust gekriegt hast. Nochmal weit, ich will nicht, dass da stahlharte Haare auf der Brust wachsen. Ah, wir haben den USCM MacBuddy gekriegt, also das menschliche Militär, ne? Ich glaube, das ist auch so ein Anfänger- bis mittelgutes Teil, ne? Ich meine, klar, hier bei der Schwierigkeit low, da wirst du nicht unbedingt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die besten Baupläne finden, aber immerhin, das ist schon mal was. Und vor allem, wir hatten den Plan vorher noch nicht, dann ist es gut, ihn jetzt zu haben. Weil ihr wisst ja, ich bin so ein kleiner Completionist und ich habe gern alles irgendwie mal erforscht und voll und so, ne? Was? Hast dich eingeschissen? Nein, Furzi, nicht die Buchsen habe ich nicht gern voll, aber so Sammlungen habe ich gerne voll. Eieieiei, jetzt werde ich schon von deinem Haustier beleidigt, Wyatt. Ist doch gut so, hat's zugehört. Ja, besten Dank. Kein Geschehen. So, zweites feindliches Schiff. Und dann werden wir halt mal zu Captain Noble zurückfliegen, ne, und mal gucken, ob es da jetzt dann vielleicht bessere Aufträge gibt. Es kann ja sein, dass das einfach jetzt nur so ein Tutorial war, ne. Und ja, okay, hier Mac-Bauteile rein. Und hier die Mac-Bauteile rein und die Mac-Bauteile rein und die Mac-Bauteile rein. Das ist dein Lied, das geht jedem auf die Nerven. Jedem auf die Nerven, jedem auf die Nerven. Howdy, ihr positronischen Asteroiden-Weltraum-Schleimschnecken. Ich hoffe, mein Abenteuer hat euch gefallen. Wenn nicht, trete ich euch demnächst mal in den Arsch, sobald ich Ira Tresser hab. Halt, Wyatt, so geht man nicht mit den Leuten um. Bitte geh vom Mikrofon weg. Du hast mir hier gar nichts zu sagen. Ich bin der Star der Show. Ja, okay, ist in Ordnung. Da drüben steht noch eine Flasche Schnaps. Kümmer dich doch darum. Das ist ja das erste Mal für heute, dass du eine gute Idee hast. Ich geh dann. Tschüss, du alter Pisser. Oh Gott, endlich ist er weg. Ja, ich wollte das jetzt gerade mal schnell zusammenfassen. Also heute waren wir ja eher... Entschuldigung, das war etwas Blut im Mundwinkel. Heute waren wir ja etwas eher erforschend unterwegs, ne? So, der Captain Ignoble, das war so ein bisschen mehr so eine Nebensache. Aber wir haben ihn dann doch noch gestellt und ganz ehrlich, so wie der Captain Noble vom Ignoble gesprochen hat, ne? So, der ist so schön und so weiter. Das war er selbst in Verkleidung. Naja, okay. Dann schauen wir mal, wie es das nächste Mal weitergeht, ne?
danke euch fürs Reinschauen, macht's gut und bis bald.